Ich habe ein sogenanntes Opferlamm für euch. Ein Poet, der sich, wie der Name schon sagt, opfert, um es den ersten Startern etwas leichter zu machen, um der Jury schon mal einen Eindruck zu geben, wie so ein Slam-Auftritt aussehen könnte. Und da haben wir einen sehr prominenten Slammer gefunden, der diese Aufgabe übernimmt. Man kennt ihn vielleicht derzeit aus dem Fernsehen. Man kennt ihn vielleicht auch von zahlreichen Auftritten, zum Beispiel seinem Vizemeistertitel bei den Bayerischen Meisterschaften 2014. Slam Master des Schwabinger Poetry Slams, begrüßt ihn bitte mit einem frenetischen Applaus. Hier ist Bumilo! Yeah. Ja, voll geil. Vielen Dank für euren Optimismus im Namen der ganzen Poeten. Wir, trotz der niedrigen Umstände, wollen wir hier zwei geile Tage erleben. Und es ist unglaublich, wenn man dann so empfangen wird. Wir müssen nur die Veranstalter, die ein Jahr auf diese Landesgartenschau hingearbeitet haben, ein bisschen trösten. Macht mal einen fetten Lärm für Michel Ariane und das ganze Team von Bayern Slam 2016. Danke, dass wir wenigstens hier sind. Yes. Wir machen uns trotzdem zwei geile Tage. Ganz, ganz wichtig. Mit euch und für euch. Und ich mache einen Text, der über die zwei Tage hinausgeht, auf den Sonntag, ja, denn am Sonntag nach zwei Tagen Bayern Slam wollen alle schlafen, alle fallen in die ICEs, ziehen den Schlafanzug schon im ICE an und drum gibt es eine Ode an den Sonntag als kleines Opferlamm, dann zwei Tage Party und dann wird das Opferlamm Wirklichkeit. Der Text heißt, oder horst, weil er ist auf Bayerisch, er wo er Bayerisch, wo er kommt, der horst den ganzen Tag im Schlafanzug. Und der ist eigentlich geschrieben worden, weil ein Kumpel von mir, der heißt Fight, also Fight mit H, mit V und ohne H hinten. Ja, wir Poeten, wir sind sehr wortgewandt. Und der hat eine Kneipe, die heißt Fight Club. Und nach so einem Abend im Fight Club habe ich so einen Sonntag, wie jetzt beschrieben wird. Also, ich bleib den ganzen Tag, oh, und es sind so ein paar, Zungenbrecher eingebaut. Also wenn ihr merkt, dass mir ein Zungenbrecher, die nicht immer gelingen, heute gelingt, vielleicht übt ihr dann schon mal so einen kleinen Zwischenapplaus, wie ihr es vielleicht dann auch bei den Poeten macht. Also, ich bleib den ganzen Tag im Schlafanzug und lass mir einfach dreien. Wer saufen kann, kann ausschlafen. Wer ausschlafft, kann sich freien. Und die Philosophie über den Rausch an sich. Ich druck ganz fest die Daunen und ich start an Flauschangriff. Ich bleib den ganzen Tag im Schlafanzug, weil gestern war's verreckt. Ich hab eine nach der anderen drungen und dann hat's mit Slick, ich bleib im Bett. Ling, ganz egal, was heute passiert, weil ich find's nicht schlimm, wenn man sonntags mal pausiert. Heute wird nicht kudelt und nicht googelt, sondern mit am Buch vom Hugendubel und am Google-Hupf im Bett rumkugelt. Beim Zuzeln von den Nudeln wird der Bettbezug voll gesudelt, das ist wurscht. Ich jubel wie beim Dubel, weil mein Durstlöschi mit allem Dudler sprudel. Ja, ich weiß, dass ich in Form bin. Ich bin heute einfach easy. Wir Sunday Morning, na, man muss nicht all bei vorn liegen. Ich hab gehört, die Konkurrenz, die schläft nicht. Mei sind die blöd. Ja, ich tat mich schamen. Müsste die Heide Hemmer tragen, anstatt mein neuen Pyjama, der ist super angenehm. Ich mach's mir schön bequem. Ich muss mit niemands ewig reden und kann ein chilliges Leben leben. Mei weid ist heute keine Kugel, mei weid ist ein Matratzen. Und stellst mir du mein Bettdecken, kriegst eine auf die Bratzen, ich hau mir auf mein Kissen. Weil an einem Tag wie heute wird sie heute überhaupt nichts geschissen. Ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die daumen so. Yeah. Ja, ich bin down mit die Daunen und die Daunen, die daumen so. Ach so, schon, ich bleib halt drinnen und die Engel singen. Bum, tsch, bum, ha, bum, tsch, bum, bum, chillo, bum, tsch, bum, ha. Bum, tschu, bum, bum, cello, 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 cello.
Ich bleib den ganzen Tag im Schlafanzug und lass mir einfach dreien. Wer saufen kann, kann ausschlafen. Wer ausschlafen, muss nicht speien. Und ich feier a private Pyjama-Party. Pyjama-Party. Doch auf einmal klingelt's an der Tür. Vor mir steht der Herr Meier, mein euer Lehrer von der Schule. Er sagt, ich muss ein Heier. Mein Abi komplett Nummer schreiben, sonst wird es für mich teuer. Zum Glück weckt mich der Harndrang, weil ich hab einen rechten Schmarrndrang. Und damit das Opferlamm ein richtiges Opferlamm ist, gibt's jetzt einen super krassen Mitmachteil. Ich sag, ich bin down mit die Daunen und die Daunen die Daumen. So. Und ihr sagt, Pyjama-Party. Ich bin down mit die Daunen und die Daunen die Daumen so. Ich bin down mit die Daunen und die Daunen die Daumen so. Ich bin down mit die Daunen und die Daunen die Daumen so. Ja, ich bin down mit die Daunen und die Daunen die Daumen so. Aber wenn die neue Woche losgeht, dann muss ich mich fokussieren. Muss früh aufstehen und Zähne putzen und pünktlich losmarschieren. Ich muss mich motivieren und engagieren und voll regnieren, weil ich muss perfekt funktionieren. Ich muss mich fest rasieren, dann recherchieren und Trash kapieren und Cash kassieren und fresh agieren und Trash kassieren und echte fresh recht fresh frittieren. Und wenn ich dann noch nicht gestorben bin, dann bin ich nächsten Sonntag wieder easy wie Sunday morning. Bayern Slam 2016, jetzt! Mello! Unser Anheizer für heute Abend, jetzt erst wird er zum Opferlamm, denn er wird jetzt schon mal von unserer Jury bewertet werden. Also Jury, angenommen, Bumillo wäre im Wettbewerb. Welche Punktzahl würdet ihr ihm geben? Ganz egal, ob er jetzt als Erster gestartet hat. Nicht so voreilig. Wir geben allen Leuten ausreichend Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, welche Wertung sie geben. Und wir nehmen dann alle zusammen auf mein Kommando die Wertungstafeln hoch. So wird das gemacht. Das ist ein gruppendynamischer Prozess, liebe Leute. Entspannt euch, ja? Also ich sage euch, das ist die erste Wertung. Wir stellen uns auch wirklich vor, Bumillo wäre jetzt im Wettbewerb. Ganz reelle Situation. Welche Punktzahl bekommt er von euch? An dieser Punktzahl orientiert ihr euch dann bitte auch für den weiteren Verlauf des heutigen Abends. Die Reihenfolge wurde, wie gesagt, ausgelost. Also es könnte durchaus sein, dass gute Leute ganz vorne schon sind. Deshalb, wir proben jetzt den Ernstfall. Ich sage 3, ich sage 2 und sage auch nochmal 1 und dann die Noten hoch, bitte, jetzt. Okay. Vielleicht hat der ein oder andere den Text auch nicht verstanden, weil es für ihn eine Fremdsprache war. Das kann natürlich auch passieren. Aber in jeder beliebigen Sprache könnte man hier vortragen. Wir haben eine 7,5. Wir gehen auf die 8,0. Wir haben eine 8,2. Eine 8,3. Noch eine 8,3. Eine 8,5. Und eine 9,2. Einen Applaus bitte für die Wertungen. Florian rechnet hier. Er hat eine Slam-App. Die heißt Slap übrigens, kann sich jeder runterladen, kostet auch nichts. Wir testen jetzt mal, ob Florian damit zurechtkommt. Nee, kommt er nicht. Gut gemacht, Florian. Möchtest du dann einfach Kopf rechnen? Hi. Okay, wir haben uns eine der fähigsten Personen ausgesucht für diese Aufgabe. Nochmal alle. Aber gut, dass sowas beim Opferlamm passiert, wie gesagt. Hast du alle Wertungen oder sollen wir nochmal? Wir müssen nochmal für den guten Florian, also deshalb nochmal alle Wertungen nach oben. Bitte die Wertungen, die ihr gegeben habt, nichts verändern. Da war die 9,2. Also du hörst zu, ja? Okay, wir beginnen mit einer 7,5. Okay, ihr könnt gerne auch nochmal klatschen, dann hat der Florian mehr Zeit. Eine 8,0, eine 8,2, einmal 8,3, ein zweites Mal 8,3,
eine 8,5 und eine 9,2 abschließen. Wir streichen die 7,5 als niedrigste Punktzahl und wir streichen auch die 9,2 als höchste Punktzahl und bekommen wie viele Punkte? 41,3. 41,3 Punkte, Halleluja, es geht doch für Bumelo. Ihr habt Stift und Zettel bekommen, liebe Juroren. Versucht euch zu notieren, worum die Texte gingen und vor allem, wie viele Punkte die Texte von euch bekommen haben, die Auftritte von euch bekommen haben, damit ihr immer wieder einen Anhaltspunkt habt, wo ihr angefangen habt mit eurer Wertung und dass ihr vor allem konstant durchwertet. Das ist das Wichtigste. So, aber der Rest ist natürlich kein stummer Zuschauer, sondern ihr könnt natürlich die Jury ein klein wenig animieren, höher zu werden oder niedriger zu werden, je nachdem. Ich möchte von euch wissen, wir steigen nicht zu niedrig ein, wir gehen einfach mal davon aus, dass hier nicht ganz so schlechte Texte vorgetragen werden. Wir beginnen mit einem Text knapp unter dem Durchschnitt 4,0. Wie ist euer Applaus für 4,0 Punkte? Okay, sowas wie eine Aufwandsentschädigung, der war da, aber nicht viel mehr. Es geht hoch auf die 6 Punkte. Und einem Menschen entfernt da schon ein Wu. Sehr gut. Wie sieht's aus mit 7,5 Punkten? Aha, wir gehen hoch auf die 8 Punkte. 8,5 Punkte. 9 Punkte. 9,3 Punkte. 9,5 Punkte, 9,7 Punkte, 10,0! Und da fallen sich dann wildfremde Menschen in die Arme oder rollen sich vor Vergnügen auf dem Fußboden. Werden wir hoffentlich alles noch zu sehen bekommen. Ihr seid jetzt eingestimmt auf den heutigen Abend und mit diesem 10,0 Punkte Applaus empfangt ihr jetzt jemanden, der für heute Abend im Wettbewerb den Auftakt macht. Startposition 1 ist nicht besonders beliebt. Ein Mitleidsapplaus sollte da auch schon mal mit drin sein. Für den Schwabinger Poetry Slam, Schwabing in München, startet er. Einen großen Applaus bitte für Start Nummer 1 für Mate Tabula! Der Klatsch bis auf der Bühne ist Mate Tabula! Ja, vielen Dank, ihr seid super. Und ich freue mich sehr, dass meine Frau mir erlaubt hat, heute hier zu sein. Ja, das ist nicht selbstverständlich, weil meine Frau und ich haben vor kurzem unser zweites Kind bekommen. Also sie hat es bekommen, aber es ist von mir, sagt sie. Danke. Viele fragen mich nun, wie das denn jetzt so läuft bei uns. Und ich antworte dann, na, es läuft eigentlich fast genauso wie beim ersten Kind. Dann erzähle ich die Geschichte von meiner Freundin, dem Baby, der Katze und mir. Montag. Es ist kurz nach 5 in der Früh. Das Baby schreit. Es hat Hunger. Meine Freundin und ich sind hundemüde. Wir haben seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen. Von Vögeln ganz zu schweigen. An der Schlafzimmertür kratzt die Katze. Sie will auch was fressen. Fresse halten, denke ich. Stehe auf, gebe ihr zu essen, wickle das Baby, mache den Heizlüfter an, damit es nicht friert, gebe es der Mama an die Brust, mache Kaffee. Dienstag, kurz nach 3 in der Früh, das Baby hat Bauchweh, seit 2 Tagen kann es nicht richtig kacken. Dafür pupst es wie ein Grizzlybär, es schreit, hat Hunger. Meine Freundin und ich können kaum die Augen öffnen, im Raum riecht es nach Pups. Wir haben Angst zu ersticken, Gasmasken wären jetzt gut. Die Katze springt an die Schlafzimmertür, sie ist rasend vor Wut, weil wir sie erneut vergessen haben. Zur Strafe hat sie uns auf die Couch gekotzt. Fiese Bitch, denke ich, stehe auf, gebe der Katze zu essen, wickle das Baby, lege sie der Mama an die Brust, mache mir Stilltee. Mittwoch, 3:45 in der Früh, das Baby schreit, hat Hunger, will aber auch die ganze Scheiße, die es quält, endlich loswerden. Meine Freundin und ich können schlafen, nicht mehr buchstabieren, Vögeln ist aus dem Wortschatz gelöscht. Wir würden echt gern mal einfach nur gemütlich vor dem Fernseher sitzen, Kekse essen und eine Folge The Walking Dead schauen. Aber nix da. Die Katze pinkelt an die Schlafzimmertür, weil ihr Fressnapf wieder leer steht. Du Tier, denke ich, schnapp sie und zieh ihr eine frische Windel an. Das Baby nuckelt an Mamas Brust, will aber mehr. Ich mache ihm ein Fläschchen Kaffee. Meiner Freundin und mir Milchpulver.
Irgendwas läuft schief, denke ich, bin aber zu müde, um der Schieflage auf die Schliche zu kommen. Donnerstag, kurz vor 6 in der Früh, das Baby ist wie aufgedreht und kackt wie ein Weltmeister. Es ist von oben bis unten total zugeschissen. Im Raum riecht es wie auf dem Bahnhofsklo. Ich bestelle Gasmasken im Internet. Obwohl meine Freundin und ich so müde sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es ist, wach zu sein, freuen wir uns über den Haufen unserer Kleinen, als ob wir gerade einen goldenen Löwen in Cannes gewonnen hätten. Dabei ist es einfach nur Kacke. Genauso wie Werbung und Cannes. Die hungrige Katze zappelt heftig auf der Wickelkommode rum, als ich ihr eine neue Windel verpasse. Auch der Heizlüfter kann sie nicht beruhigen. Duzi du, kleine Muschi, Papa macht nur schnell den Popo frisch, sage ich zu ihr und lege das Baby an meine Brust. Meine Freundin schreit, du Baba, rasier dir wenigstens vorher die Brusthaare. Sie geht in die Küche und macht dem Baby ein Fläschchen Kaffee. Zum Mittagessen gibt es Trockenfutter für alle, mit Lachsgeschmack. Lecker. Freitag, kurz nach 5 in der Früh, Déjà-vu, das Baby ist wie aufgedreht und kackt wie ein Weltmeister. Der Nachbar klingelt und beklagt sich über den Gestank aus unserer Wohnung. Er bringt uns das Paket mit den Gasmasken. Es herrscht Endzeitstimmung. Meine Freundin und ich fragen uns, wozu wir ein Bett brauchen und wie wir überhaupt zu einem Kind gekommen sind. Die Katze gewöhnt sich langsam an die Windeln. Der Heizlüfter beruhigt sie. Ich lege sie der Mama an die Brust. Das Baby macht sich Kaffee, meiner Freundin und mir ein Fläschchen Milchpulver. Für ihr Alter ist es ganz schön aufgeweckt. Wir sind mächtig stolz und weinen. Samstag, kurz nach 4 in der Früh. Meine Freundin und ich schreien, wir haben Hunger. Das Baby ist hundemüde und kann kaum Augen öffnen. Es hat wegen dem Kaffee seit Tagen nicht geschlafen. Wenigstens plagt es kein Bauchweh mehr. Es kackt wie ein Weltmeister. Die Katze verpasst mir auf der Wickelkommode eine neue Windel. Der Heizlüfter beruhigt mich. Ich lächle sie zum ersten Mal bewusst an. Ein schönes Gefühl, denkt die Katze und verdrückt eine Träne. Das Baby macht sich einen Kaffee und füllt der Mama den Fressnapf mit Trockenfutter auf. Diesmal Huhn in Gelee. Super lecker. Sonntag, es ist 5:45 Uhr, mittags. Meine Freundin und ich schlafen wie die Babys und pupsen wie Grizzlybären. Das Baby und die Katze sitzen gemütlich vor dem Fernseher, essen Kekse, trinken Kaffee und schauen eine Folge The Walking Dead. Sie tragen Gasmasken. Und wie läuft es bei euch so? Vielen Dank. Für den Schwabinger Poetry Slam in München, das war Mate Tabula. Der erste Starter bei den insgesamt 6. der Bayerischen Poetry Slam Meisterschaften. So, und jetzt ist die Jury aufgefordert, die erste Wertung zu vergeben im Wettbewerb. Überlegt euch das gut. Wie gesagt, diesen Maßstab, den ihr jetzt anlegt, müsst ihr durchziehen bis zum Ende. Also wenn ihr zu niedrig anfangt, dann wertet ihr vielleicht konstant auf einem niedrigen Niveau. Überlegt euch gut, vielleicht jetzt auch eine Zehntelsekunde länger, als ihr sonst zur Verfügung habt, wie viele Punkte für euch Mate Tabula oder von euch, beziehungsweise Mate Tabula, bekommt. Und ich zähle runter. 3, 2, 1. Noten hoch, bitte. Jetzt. Gut, wir beginnen mit einer 7,6. Gehen auf die 7,7. Eine 7,9. Eine 8,0. Verhaltener Applaus weiterhin im Publikum. Eine 8,2. Eine 8,3. Und eine 8,6. Zum Abschluss. Und relativ einhellige Meinung der Jury. Wie viele Punkte haben wir? 40,1 Punkte. Ein Applaus bitte für den Poeten. Mate Tabula, Start Nummer 1. 40,1 Punkte, das ist die Messlatte, die jetzt zu überqueren ist. Vielleicht auch gleich von unserem zweiten Poeten. Er startet für das Wortgefecht aus Nürnberg. Macht bitte Lärm für Helmut Steierwald! Ja, haha! Ruckidigu. Also, ja, Herrschaften. Ich versuche im Augenblick, meine Freundin zu schwängern. Es klappt nicht, weil sie dabei immer aufwacht. Also sie liegt dann so
Wo bin ich? Oh mein Gott! Ich wurde unter einer Lawine aus Stahlwolle begraben! Und ich sage, hallo Schatz, ne, das ist, so ist das meistens, weil sie möchte keine Kinder, prinzipiell. Ich allerdings, das ist ein wahnsinnig großer Traum von mir, ich möchte später mal Vater sein. Und ja, allerdings plagen mich hier Sorgen. Sagen wir mal, also wenn ich, gesetzt den Fall, ich, ja, halb Iraner, halb Türke, Helmut Steierwald, ich heirate irgendwann mal eine Deutsche. So, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. So, aber nichtsdestotrotz, ich heirate eine Deutsche. Welchen Namen geben wir dann unserem gemeinsamen Kind? Eher einen deutschen Namen oder doch eher einen nahöstlich geprägten? Und ich habe eine Lösung gefunden, zumindest wenn es ein Junge wird. Und zwar, pass auf, es gibt einen Namen, der ist der Phonetik nach astrein türkisch. Da würdest du als Außenstehender sagen, jo, türkisch, läuft. Also mit dem Namen kommt der Junge in keine Diskothek rein. Das kann er völlig knicken, so als Türsteher, okay, aber nein, ansonsten nicht. Auf der anderen Seite ist dieser Name auch bedeutsam im Deutschen. Im Deutschen ist dieser Name eine Aufforderung. Also ich nenne meinen Sohn nicht Peter, nicht Mustafa, sondern gönn dir. Es ist ja nur scheiße, wenn ich meinen Sohn beim Namen ermahnen möchte, so wie man das klassischerweise macht. So, Peter, Thomas, wenn ich irgendwann mal meinen Sohn mit Zigaretten und Alkohol erwische, kann ich ja schlecht zu ihm sagen, gönn dir. Und so, Alkohol, was mach ich doch. Ich werde irgendwann mal Haftbefehl 2 erziehen, das ist anscheinend das, worauf es hinausläuft. Aber da fangen die Probleme auch schon an, und zwar, naja, wenn man Eltern wird, so, ja, man braucht ja Medienkompetenz, das ist wahnsinnig wichtig, weil die Technik, die schreitet immer weiter voran und die Jugend entwickelt sich mit. So, also zum Beispiel als Google Earth, der große technische Schrei war, da haben sich die Kinder auf dem Pausenhof beleidigt mit dummen Sprüchen, deine Mutter ist so dick, sie macht ihr Passbild mit Google Earth, so, Klassiker, so, aber ich sag mal, jetzt ist zum Beispiel Tinder ganz groß in Mode. Ja, Tinder ist diese Flirt-Applikation fürs Handy, nicht wahr? Da kriegst du ein Profilbild, dann wischst du es nach rechts, wenn du es geil findest. Wenn du es nicht so geil findest, dann wischst du erstmal die Kotze vom Display und dann wischst du es nach links. Ja? Und ich denke mir, was sagen sich die Kinder jetzt auf dem Pausenhof? So in der Ära Tinder. Deine Mutter ist so dick, man muss bei Tinder 3-mal nach links wischen, bis sie weg ist. Ja, das ist problematisch. Also meine allererste Begegnung mit Sex im Internet war aber so wahnsinnig unangenehm, dass ich mich nicht weiter damit beschäftigt habe. Also es war so, ja, ich war 10 Jahre alt, da schallte plötzlich dieser Gedanke durch meinen Kopf so, the time has come, ich möchte jetzt gerne masturbieren. Ja. Also ich wusste gar nicht, was das war, der Begriff kursierte so auf dem Pausenhof und die anderen Jungs so, oh, ich hab masturbiert, ah. Du bist scheiße, du nicht. Ich wollte das halt auch machen, ich wollte dazugehören. Also ich wusste aber nicht, wie das geht. Also habe ich den Begriff genommen und dann war mal flink in die Google-Suchleiste gekloppt und schon das erste Suchergebnis bot mir eine 10-Schritte-Anleitung zur Masturbation. Und ich habe mir gedacht, flink wie ich bin, die arbeite ich doch jetzt einfach mal diszipliniert durch. So, zack, und das ging recht schnell. Schritt 1, zieh dich aus. Okay. Schritt 2, leg dich aufs Bett. Okay. Schritt 3, beginne dich selbst zu betasten. Atme tief ein und aus, fühl dich sexy, genieße die erotische Spannung zwischen dir und dir. Und ich habe mir, okay, irgendwie fühlt sich das eklig an, aber meinetwegen, ich mach's mal. Sehr konkret wurde die Sache, als ich dann weitergelesen habe. Schritt 4, der da lautete, massiere jetzt mit kleinen kreisenden Bewegungen sachte deine Klitoris. Dieser Schritt hat mich irgendwie vor technische Probleme gestellt, sag ich mal. Um alle mal hier einzuloten oder was weiß ich, also zur Information. Mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Türkin. Die haben jetzt, sag ich mal, ein klassisches sexuelles Weltbild. Ja, da gibt es einen Mann, da gibt es eine Frau, Schluss. So, komplizierter wird es nicht. Und wenn du in Anbetracht eines solchen sexuellen Weltbildes, das deine Eltern haben, als 10-jähriger Junge auf deinen iranischen Vater zugehst und einfach so ohne Vorwarnung fragst, Papa, wo ist meine Klitoris? Dann gibt das Stress. Vor allem, weil mein Vater wusste, was eine Klitoris ist. Der konnte gut Deutsch. Ja, wäre das nicht der Fall gewesen, wer weiß, was passiert wäre. Da hätte er mich so bei der Hand genommen, mit zum Arzt geschliffen und nachgefragt, so, wo ist mein Sohn sein Klitoris? Warum, er hat kein Klitoris? Mein Sohn muss alles haben. Ne? Falsche Anleitung, Freunde, falsche Anleitung. Ja. Ich habe dann nochmal, ja, zerschunden bin ich dann gedemütigt zu Google zurückgekrochen und habe dann wieder in die Suchleiste eingegeben, Masturbation für Männer. So, für Männer und auch hier
bot mir Google wieder eine Anleitung, ja? Übersichtliche 3 Schritte diesmal. Möchte Sie an dieser Stelle nur mal kurz rekapitulieren, ja? Schritt 1, schiebe die Vorhaut nach vorne. Schritt 2, zieh die Vorhaut wieder zurück. Schritt 3, fang wieder bei Schritt 1 an. Vielen Dank, das war's von mir. Auf Wiedersehen. Helmut Steierwald! Gerade noch rechtzeitig. Ja, zum Glück für mich, mit so einem legt man sich nicht an. Ja, die Musik habt ihr gehört, das heißt, so in etwa läuft das ab und ein paar Sekunden mehr nur hätte er gehabt, bevor dann endgültig nichts mehr von ihm zu hören gewesen wäre. Ja, die erste Wertung von Mate Tabula hängt uns noch im Hinterkopf. Jetzt geht's weiter mit den Noten für Helmut Steierwald. 3, 2, 1, Noten hoch, bitte jetzt. Und die Jury ist wieder weitestgehend im Achterbereich. Nur einer nicht. Eine 7,9 wird gestrichen. Dann geht's hoch auf die 8,0. Eine 8,2. Eine 8,5, eine 8,7, einmal die 8,9 und ein zweites Mal die 8,9. Einmal 7,9 und einmal 8,9 wird gestrichen und das ergibt 42,3 Punkte. Und damit aktuell der erste Platz. Aber wir haben natürlich noch 3 weitere Slammer in der ersten Wertungsgruppe. Und die nächste Poetin startet für den Poetry Slam in Bayreuth. Hat heute also Heimspiel. Klatscht bitte aufs Heftigste für Friederike Jakob. Kurze Zwischenfrage, bevor ich den Text anfange. Kennt ihr noch Rolf Zukowski? Ja. Yes, sehr cool. Ich auch, denn ich war mal ein Kind. Saß in der ersten Klasse und lernte zu singen. Europa, Kinderland, wir geben uns die Hand. Doch Kinder werden groß und ihre Träume werden grenzenlos. Ich war mal ein Kind. Saß in der ersten Klasse, saß in einer bunten Masse mit lauter kleinen Kindern, mit Benjamin aus Thailand, Nico aus Deutschland, mit Said aus Pakistan und Georgina aus England. Wir hatten Lehrer aus Absurdistan. Schwarz, weiß, braun, gelb, egal, wenn uns einer dran nahm, war gespenstische Ruhe im Saal und alle steckten den Kopf in den Sand, um nicht zuzugeben, dass sich darin mal wieder nichts befand. Woher wir kamen, war uns egal, ob mit Papieren oder illegal, war uns damals nicht bekannt. Und wir hatten Träume, wollten Hand in Hand die Welt erobern, waren wie kleine Flammen, die lodernd Lieder vom Frieden sangen. Und wir kannten keine Unterschiede zwischen Ober-, Mittel- und Unterschicht. Im Unterricht waren wir alle gleich, so schien es. So hieß es, wir könnten alles erreichen, sofern wir das nur wollten. Wir stellten selber unsere Weichen, wohin wir gehen wollten, und Grenzen waren uns fremd in unserer kleinen, großen Welt. Von Klischees noch ungehemmt war das, was uns zusammenhält, nur kindlich unbeschwert der Freundschaft innerst eigener Wert. Wir träumten, wie wir sangen, aus tiefstem Herzen Europa, Kinderland. Wir geben uns die Hand, doch Kinder werden groß und ihre Träume werden grenzenlos. Und sie wurden es. Wir wuchsen und mit uns wuchs das Wissen. Mit jedem Erfolg und den ersten Hindernissen zahlten wir den Preis in Form von Kompromissen. Es wuchsen Freundschaften und Zerwürfnisse und die Distanz zwischen uns. Die Blase bekam die ersten Risse in ihrer Makellosigkeit und aus grenzenlos wurde Maßlosigkeit. Nur das Internet verbindet noch das, was ich längst schon entzweit hatte. Ich war mal ein Kind, saß in der ersten Klasse, saß in einer bunten Masse mit lauter kleinen Kindern, mit Benjamin aus Thailand, Nico aus Deutschland, mit Said aus Pakistan, Georgina aus England. Aber statt Lehrern aus Absurdistan beschäftigt uns längst anderer Kram. Benny kehrte nie zurück nach Thailand, woher sein Vater stammt. Ging nach Deutschland, woher Nico kam, und der arbeitet jetzt bei einer Bank, in der er Zahlen so dreht, dass die Menschen aus Bennys Heimatland immer weniger Reis und mehr Soja haben.
Weil Lebensmittelspekulation zu Zahlen eingedampft, zum Diktat des Profits statt des Wohlstands verdammt. Benny ließ sich einbürgern und ging zum Grenzschutz, um zu zeigen, dass er Deutschland trotz Migrantendaseins nutzt. Irgendwann kam die große Chance in Form des Flugtickets und Benny, früher Thai und jetzt Deutscher, wurde zur Frontex versetzt, wo er lernte, dass ein Flüchtling wie Said unsere Grenzen verletzt und die vermeintlich helfende Hand zum Schlagen und Schießen einsetzt. Said musste zurück nach Pakistan, wo er seine Familie kam. Er erfuhr, wie sein Bruder auf der Flucht vor Italien ertrank und sein Onkel von Frontex gefoltert an der Grenze verschwand, sah die Bomben fallen auf sein Heimatland und den Westen, wie er nichts tut, daneben stand. Er sitzt in der U-Bahn in Georginas Stadt, wo keiner weiß, dass er unter seiner Jacke eine Bombe hat. Und Georgina heißt jetzt George und ist traumatisiert, weil sie jetzt eher von allen marginalisiert in der Armut versank und zum Alkoholiker mutiert. Weil man Transgender heutzutage zwar angeblich akzeptiert, aber im Job wird George trotzdem tagtäglich schikaniert. Und die Hoffnung auf Toleranz wich bei George längst der Angst vor den Schlägern, die ihm Stöcke in den Unterleib rammen. Und ich bin immer noch ein Kind. Bin Poetin und kann noch immer nicht singen. Und wie damals in der ersten Klasse stehe ich vor einer bunten Masse mit Leuten aus Deutschland, Thailand, Pakistan und England. Schwarz, weiß, braun, gelb, egal ob mit Papieren oder illegal. Ich bin Poetin. Aber ich schaffe mein Geld bei einem Großkonzern an. Weil man nun mal leider vom Poetin sein und nicht leben kann. Was uns damals zusammenhielt in unserer kleinen, großen Welt. Mich längst im Überlebenstrieb. Und jetzt tanzen wir Schritte im Teufelskreis, wo man selbst nicht mehr weiß, was das, was man tut, für den anderen heißt. Wir Grenzen überwinden, nur für die eigenen Gewinne und vergessen, dass den Tribut jemand anderes zahlt. Wir haben ihn verpasst, den Zeitpunkt der Wahl. Zwischen freien Grenzen und Freisein im Maß. Nico ist jetzt grenzenlos reich, während auf das Schicksal von Bennys Eltern scheißt, der für ein bisschen mehr Geld zeigt, wie man Flüchtlinge zu Brei schlägt. Und Said hat zu viel gesehen, um sich nicht nach Rache zu sehen. Und George zu viel erlebt, um ohne grenzenlose Angst durch die Welt zu gehen. Und ich bin Poetin. Und predige, wie es hätte sein sollen. Aber mit der Angst vor materiellen Verlust verseucht, schaffe ich es doch auch nicht zu leben, was ich mal leben wollte. Wir träumten, wie wir sangen, aus tiefstem Herzen Europa, Kinderland. Aber statt Hand in Hand die Welt zu erobern, hat uns der Ernst des Lebens doch längst in den Abgrund gezogen. Unsere Träume zerplatzen unter dem Gewicht der Zeit. Die Realitäten nahmen uns jede Gemeinsamkeit und jetzt leben wir nicht nur Grenzen, sondern auch Maßlosigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Friederike Jakob, Poetin Nummer 3. Auch noch innerhalb der Zeit, die Musik begann gerade zu spielen. Alles wunderbar, ihr konntet euch den Text zu Ende anhören und müsst ihn jetzt bewerten, liebe Jurorinnen und Juroren. Ihr habt die Wertung von Marthe und Helmut als Vergleich und zeigt mir jetzt die Wertung auf 3, auf 2, auf 1. Noten hoch, bitte, jetzt. Ich sehe 5 Wertungen, die ja wieder relativ dicht beieinander sind. Kein Punktunterschied. Wir beginnen mit der 8,4 als niedrigster Wertung. Bisschen lauter klatschen könnt ihr jetzt schon bei der 8,5. Wir haben eine 8,8. Eine 8,9. Und wir bewegen uns in den 9er Bereich. 9,0. 9,2. Und zum Schluss eine 9,3. So, inzwischen rechnen 2 Personen, Gott sei Dank, und haben ein Ergebnis. 44,4 Punkte für Friederike Jakob. Und das ist momentan die Führung. Vor Poet Nummer 4, der jetzt gleich auf die Bühne kommt. Er startet für den Melzeslam in Regensburg. Applaus bitte für Thomas Spitzer!
Servus. Schön, heute hier zu sein. Ich war letztens in Kam, da steht man dann so vor 200 Menschen, die alle Geschwister sind. Der Stammbaum ist ein Kreis. Was auch praktisch sein kann, ja, wenn man nur ein Geschenk hat und Onkel und Schwester was schenken will. Ja, der nächste Text handelt vom Saufen. Er hat also durchaus regionalen Bezug. Und ich möchte ihn dem Geburtstagskind Susi widmen. Er trägt den leicht pathetischen Titel Was? Und bevor ich anfange, möchte ich betonen, dass ich nichts gegen Leute habe, die Alkohol trinken. Aber ich finde einfach, dass man bei dem ganzen Gesaufe nicht vergessen sollte, dass es noch viele andere schöne Drogen gibt, die man nehmen kann. Und das ist auch die Botschaft, die man an die Jugendlichen weitergeben sollte. Was, fragen Leute immer ungläubig, wenn ich ihnen erzähle, dass ich keinen Alkohol trinke. Und was machst du dann hier? Keine Ahnung, antworte ich. Ich lausche ein bisschen Trap, ich schwinge das Tanzbein und inspiziere mit meinen Turnbrüdern die neuesten Trends und Moden der Bohème. Was machst du hier, fragen sie und schauen mich an, als würde ich jeden Moment ein Monokel putzen und auf einem Hochrad davonfahren. Alkohol gehört zum Weggehen nun einmal dazu und die Leute ertragen es nicht, wenn jemand anders lebt. Kennt ihr den Witz, woran erkennt man einen Veganer an einer Party? Er erzählt es einem. Der müsste eigentlich so gehen. Woran erkennt man einen Veganer an einer Party? An den 20 Leuten, die um ihn herumstehen und fragen, was? Und was isst du dann? Leute, die dann immer so passiv-aggressiv irgendwelche Sorgen äußern. Und woher nimmst du dann dein Vitamin B48? Keine Ahnung, ich wusste bis vor 5 Minuten nicht mal, dass es das gibt. Woher nimmt ein Blauwal Rosinen? Auf den Satz bin ich so ein bisschen stolz. Beim Alkohol ist es genauso, da sagen die Leute dann immer, aber Bier hat doch in Bayern Tradition. Ja, und wisst ihr, was in Bayern noch Tradition hat? Alte weiße Männer, die Scheiße labern und Franz heißen. Aber Regensburg ist die Stadt mit der höchsten Kneipendichte. Ja, Regensburg ist auch scheiße klein. Da kannst du dich auch genauso gut in eine Kneipe stellen und sagen, in dieser Kneipe beträgt die Kneipendichte 100%. Und die Leute vergessen zwei Dinge. Erstens, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn andere trinken. Ganz im Gegenteil, auf eine mir unerklärliche Weise klingen die meisten Bayern deutlich klüger, wenn sie lallen. Zweitens, es gibt so viele super nicht-alkoholische Alternativen, zwischen denen ich wild wie ein Derwisch über den Abend verteilt hin und her changiere. Ja, ich mag Französisch sehr, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Wisst ihr, was ein Esel hat, ein Ananas auf Französisch heißt? Ananas. Da soll noch einer sagen, das ist die Sprache der Liebe. Hin und her changiere. Kaba zum Beispiel. Wisst ihr, wie viel Stil das hat, nachts um 3:30 zum Barmann zu gehen und zu sagen, hey, sei ein braver Junge und mix mir mal ein ordentliches Glas Kaba. Aber nicht zu braun. Ich bin Diabetiker. Und Rassist. Oder, hey, mit wem muss man hier schlafen, um einen Karamals zu bekommen? Und dann einfach die Zeche prellen. Gerne bestelle ich mir auch eine Rhabarbersaftschorle und einen Kaffee in der Kombination. Ich nenne es ein Hipstergedeck. Alkohol ist so langweilig. Stellt euch mal vor, Fußballfans rauchten Marihuana. Bei jedem Tor würde das Stadion in schallendes Gelächter ausbrechen. Stellt euch mal vor, Medizinstudenten nehmen vor jeder Operation LSD. Dann sehen alle Menschen aus wie Donatella Versace. Stellt euch vor, im Bierzelt nehmen alle statt Bier Heroin. Der Satz, O zapft ist, bekäme eine ganz neue Bedeutung. Und glaubt mir, ich muss wirklich keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe genug. Wenn ich daran denke, wie viel ich in meinem Leben schon gesoffen habe, müsste ich eigentlich nur noch eine einzige Gehirnzelle haben, die am Stock geht und Franz heißt. Wie die meisten Jungs in meinem Alter habe ich schon so ziemlich jeder Lebenslage gesoffen und gekotzt. Mit 7 Jahren habe ich das erste Mal von Apfelmost gekotzt. Mit 13 Jahren mussten mich meine Eltern mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus abholen. Ich habe im Schlaf gekotzt und während einer Fahrradfahrt. Ich habe bei einer Poolparty in den Pool gekotzt, bei einer Schaumparty in den Schaum und bei einer Ladies Night in, naja gut, lassen wir das. Ich habe sogar gekotzt, während ein Kumpel von mir gerade eindringlichst einem Taxifahrer erzählte, ich würde niemals kotzen. Mein Gott, was habe ich gekotzt. Kennt ihr das, wenn man Pornofilme rückwärts laufen lässt und damit anschaut, wie die Penisse das Sperma von den Gesichtern aufsaugen? So ein Hobby. Manchmal stelle ich mir vor, meine Kotzgelage würden rückwärts ablaufen. Dann sehe ich mich in Zeitlupe nach unten beugen und unter einem lauten Nein. Einen Schwall brauner Grütze, der sich langsam zu einem plastischen Haufen formiert, wie der T-1000 in Terminator 2 und dann intervallartig in meinen Rachen suppt. Wie ich mich danach aufrichte, an den Kopf greife und sage, Leute, ich glaube, mir geht's nicht so gut. Vielen Dank.
Thomas Spitzer auf Startplatz Nummer 4. 44,4 Punkte war die Wertung, die ihr für Friederike Jakob parat hattet. Jetzt warte ich auf die Bewertung von Thomas Spitzer. Ein ganz anderer Text, ein ganz anderer Auftritt. Wie hat er euch gefallen, liebe Jury? Ich zähle wieder runter. 3, 2, 1. Noten hoch, bitte. Und da fangen wir diesmal an mit einer 8,4. Wie eben wird gestrichen. Dann geht's hoch auf die 8,7. Eine 8,9. Eine 9,0. Eine zweite 9,0. Eine 9,3. Und Damen und Herren, zum Schluss eine 9,4. Ihr habt alles genau verstanden? Das sind 44,9 Punkte. Damit genau 0,5 Punkte mehr als Friederike Jakob und damit aktuell Platz 1. Und vor uns liegt Startplatz Nummer 5. Ein junger Mann, der den Poetry Slam aus Landsberg vertritt. Applaus bitte für Dominik Erhardt. Wenn du nach den ersten beiden Packungen Chips die dritte nicht mehr aufkriegst, weil deine Finger zu fettig sind. Wenn der Automat deinen Schein nicht nimmt. Wenn, nachdem er ihn doch genommen hat, jetzt das Bueno in der Spirale steckt. Wenn dir des Nachbars Pudel gern des Pudels wahren Kern zeigt, indem er dir einen kleinen, aber unendlich stinkenden Haufen vor die Türe kackt, dann weißt du, dass der Teufel im Detail in den kleinen Dingen steckt. Doch das war nicht immer so. Früher, da regierte der Teufel mit dem Bösen als Peitsche, geißelnd gar den Menschenlauf. Er brachte Pest, brachte Trauer, brachte Böses über den Menschen. Er konnte Pest streuen und Schiffe versenken. Ja, er fand das Rad. Aber nur um Menschen zu rädern, er war der Überflieger, alles Bösen mit Teer und mit Federn. Noch heute muss er gestehen, dass die Menschen ihm die Arbeit gestohlen haben. Sie sind sich selbst der größte Feind. Was soll der Herrscher der Unterwelt auch tun, wenn der eine dem anderen den gar schon selbst ausmacht, wenn der Mensch von sich aus das Fegefeuer entfacht, um Geld mit vollen Händen verbrennt, wenn der eine dem anderen die Brandmarken selbst einsenkt, du Moslem, du Christ, du Schuwi, du Feminist, Sternchen innen, nee, du kommst hier nicht rein. Oh, da ist eine Grenze. Der Mensch tut das Schlimmste, sich hört selbst an. Und so ändert der Teufel und die Hellcrew die Strategie. Ab jetzt ist der Plan, Unheil zu streuen. Ab jetzt ist der Plan, sich auf die Details zu fokussieren. Die kleinen, richtig, richtig kleinen Dinge scheiße zu machen und sich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren. Das erste Projekt war, Renten ab jetzt immer Unmengen von Kleingeld zu zaubern in sämtliche Taschen und das Portemonnaie, sodass sie suchen und sagen können, ich glaube, ich hab's passend. Nee, doch nicht. Ein kleines scheiße Teil mit unglaublicher Schlagkraft. Die Hellcrew sorgt auch dafür, dass du vor Prüfungen nicht pennen kannst oder um 5 Uhr aufwachst. Wegen des Teufels hat am Tag deines ersten Arbeitstages dein Auto nicht funktioniert und die Boys aus der Unterwelt haben im Alleingang Windows 10 programmiert. Es tropfe jeder Wasserhahn. Türschwellen seien genauso hoch, dass man sie nicht sieht und dennoch sollen alle Zähne brechen, weil sie mit 100 Stundenkilometern auf sie treffen. Irgendwann hat es der Teufel so weit gebracht, sich bei großen Technikkonzernen einkaufen zu können. Und ein Unheil zu streuen, das wir heute unter dem Namen Autokorrektur kennen. Seitdem fragt man sich, warum Hypothalamus verzeichnet ist, wann es aber dich und wann doch und wann der und wann sehr heißt. Das weiß das Ding scheinbar nicht. Ich hoffe, es geht dir sehr gut ab, doch lieb Scheiße, Mann, wegen des Teufels. Mach dein Hirn auch so einen Unsinnskram beim Beischlaf mit der Person, nach der sich deine Gedanken seit Monaten hart verrenken, an nichts an das Lied eisgekühlter Bommelunder zu denken. Du siehst,
diesen wunderschönen Menschen und los schnurrt das Kassettenmann deinem Kopf ein, belegtes Brot mit Schinken, singt es hinter der Stirn, du zweifelst ein, belegtes Brot mit Ei, du kannst nicht mehr, aber diese Lippen, diese wunderschönen Lippen, Pamelon, da eisgekühlt, diese wunderschönen Eis mit Ei, Ei, deshalb steckt der Teufel im Detail, aber dagegen können wir nichts machen. Vielleicht können wir ein bisschen besser leben, indem wir gut auf uns selbst und unsere Nächsten aufpassen. Lass das angehen, was wir ändern können. Keine Hate-Kommentare und Drohbriefe mehr, denn mit Schreibfehlern nimmt die eh keiner ernst. Ich hasse dich. Ich hoffe, du strippst. Ganz ehrlich, das ist lächerlich. Wir können nichts dagegen tun, dass das Brot immer so fällt, dass die Welt beinahe untergeht, weil das Nutella nicht mehr da ist, wo es hingehört, sondern auf dem Boden klebt. Aber wir können von vornherein weniger einkaufen und weniger wegschmeißen. Was wir dem entgegen in die Tonne kloppen können, sind falsche Ideale bezüglich unserer Körper. Sind wir mal ganz ehrlich, Achselhaare sind erst dann zu lang, wenn sich Deo-Roller darin verfangen. Wir sind unterschiedlich. Und das ist gut so. Kein Zebra kommt auf die Welt und denkt sich, pah! Potzblitz, heilige Scheiße, diese hässlichen Streifen mit diesen hässlichen Haaren, weißt du was? Die Rhinoceros in der Savanne nebenan, ohne Haare, die sind hot. Das mache ich auch. Brazilian Waxing, kein Zebra denkt sich das. Kein Zebra auf der ganzen Welt. Wir sollten unterschiedlich ausbügeln, wir sollten sich vielmehr ausbreiten, ausflügeln. Er wächst die Verantwortung zu, fliegen, vielleicht ist das alles kitschig und Klischee. Aber im Detail, da gibt es Probleme und die werden da immer sein. Aber gemeinsam können wir sowohl dafür sorgen, dass meistens Papier im Drucker ist, und dieses Leben, wenn auch nicht perfekt, so dennoch ein sehr, sehr gutes ist. Dankeschön. Für den Landsberger Poetry Slam, Dominik Gerhardt. Ja, in Kürze wird dann schon jemand wissen, dass er im Finale ist. Genau nach der nächsten Abstimmung im Moment Thomas Spitzer auf Platz 1 mit 44,9 Punkten vor Friederike Jakob mit 44,4 Punkten. Mal sehen, wo sich Dominik Erhardt einordnet. Liebe Jury, 3, 2, 1, Noten hoch. Ja, mal sehen. Niedrigste Wertung diesmal, eine 8,7. Höchste Wertung und damit ebenfalls Streichwertung, eine 9,5. Und jetzt kommt's auf das an, was dazwischen liegt. Ich sehe eine 8,8. Eine 9,0. Eine 9,1. Eine 9,2. Und noch eine 9,2. Und damit haben wir wie viele Punkte? 45,3 Punkte. Dominik Erhardt, der erste Finalist der Bayerischen Meisterschaften 2016. Und liebe Jury, das hier ist nur eine imaginäre Pause. Bitte jetzt nicht abschalten, bitte nicht alles neu justieren, sondern direkt dort anknüpfen, wo ihr aufgehört habt. Denn wir haben ja noch den Poeten mit der zweitbesten Punktzahl auf dem Schleudersitz. Das sind aktuell 44,9 Punkte von Thomas Spitzer. Und Thomas Spitzer wird verglichen mit dem zweitbestbepunkteten der zweiten Wertungshälfte, die ab jetzt beginnt mit einem Poeten, der für den Münchner Bless the Mic Poetry Slam startet. Macht bitte Lärm für Yannick Sellmann! Ja, hallo. Ups. So. Hi Bayreuth. Alles klar? Ich habe in diesem Text im Titel eine These aufgestellt, die richtig krass deep ist. Ich möchte, dass das bitte auch so rüberkommt. Der Titel ist: Wenn weniger Leute pessimistisch wären, wären mehr Leute glücklich.
Ist richtig krass. So deep, das kommt in Australien aus dem Boden. Neulich hat einer meiner Freunde geheiratet. Als letzten Satz gab der Priester ihm und seiner frisch vermählten Frau auf dem Weg ins Glück Folgendes mit. Die Ehe ist wichtig, vor allem wenn die Welt um uns herum so dunkel ist. Wow, solche Sätze regen mich auf. Die beiden haben gerade geheiratet. Lasst denen doch wenigstens heute mal die Chance, sich über was im Leben zu freuen. Pessimisten, ich hasse Pessimisten. Ihr rennt beschränkt durch die Welt, verschränkt eure Arme und verpennt das, was zählt. Eure Schultern hängen wie bei einer Oma die Brust. Eure Mundwinkel zeigen nach unten im bitteren Verdruss. Ihr seid so negativ wie Minus gerade. In eurer Stimmungsmordparade. Eure Arme verschränkt, die Miene verzenkt, sogar euer Weltbild hängt schief nach unten. Eure Seele geschunden von Dislikes und Basskillerismus. Ihr könnt Lächeln verschrumpeln lassen, nur mit Realismus. Ihr erklärt Witze und verflucht die Hitze und die Kälte, den Regen, die Sonne. Segen und Wonne sind für euch eine unnötige Positivismen. Ihr alten Statisten, ihr habt Listen mit Kontra und Kontra. Rechnet schlecht gegen schlecht auf und regt euch dann gepflegt über nichts auf. Das Glas ist halb leer. Immerhin ist da was drin. Wir alle haben diesen einen Facebook-Freund, der Kommentare abgibt wie, wow, Glückwunsch zu deinem neugeborenen Sohn. Er kann froh sein, in der ersten Welt zu leben und nicht mit 18 im Mittelmeer schwimmen zu müssen. Oder, toll, dass du 2 Tage nach den Attentaten von Brüssel schon wieder so unbändig lachen kannst. Da hat aber einer lange getrauert. Oder auch, du isst also Mango-Eis. Die Frucht, die exemplarisch dafür steht, wie seit 200 Jahren Mangobauern auf den Philippinen für den reichen weißen Mann in Europa ausgebeutet werden. Lass es dir schmecken. Halt die Fresse! Wenn du mit deinen Fakten über das Leid in der Welt beschlossen hast, erst wieder glücklich zu sein, wenn jedes Kind in Afrika auch ein iPad hat, ist das ja in Ordnung. Aber hör auf, mich damit runterzuziehen. Geh, los, geh und verteil iPads. Geh nach Afrika, mach die Welt besser. Kein Bock, dachte ich mir. Wir unterscheiden uns fast gar nicht, du und ich. Auch ich weiß, dass jedes Mal, wenn mir etwas Gutes passiert, anderen simultan Schlechtes passiert. Der einzige Unterschied zwischen mir und dir ist, dass ich entscheide, mich trotzdem über Dinge zu freuen und andere in Ruhe zu lassen, du aber in die Fußgängerzone gehst, kleinen Kindern das Eis aus der Hand schlägst und dabei schreist, in Guantanamo riecht auch keiner Eis. Du bist wie ein Kuckuck, der jede Stunde aus der Uhr kommt und schreit, Armut, Ebola, Terrorismus, Leiden. Und auch wenn es wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, dürfen wir uns trotzdem über Sachen freuen. Nach den Anschlägen von Paris, ja, da hat man diese eine Woche, wo man weniger Witze macht, etwas ernster ist als sonst. Aber dann kann man auch wieder nach Paris fahren und Fotos vom Eiffelturm ablichten und dabei lächeln. Paris ist eine fucking schöne Stadt, Mann, da sollte man eigentlich die ganze Zeit nur grinsen wie ein Clown auf Crack. Oder diese ganzen Abiturienten, die vor dem Studium schon jammern und weinen, weil ihre Lieblingsstudiengänge statistisch keine Jobaussichten haben. Statistiken sind Momentaufnahmen. Die Statistik über erfolgreich studierte Musiker ändert sich doch nur, wenn du Musik studierst und Musiker wirst. Es gibt Musiker, es gibt Soziologen. Studier das, was du willst, Mann. Warum willst du denn das, was dir am meisten gefällt? Aufgeben, weil andere, genau solche Pessimisten oder deine Eltern, ihren abgelaufenen Senf dazugeben müssen. Hör nicht auf die Wichser, mach, was du gerne machst. Es sei denn, du willst Philosophie studieren. Das ist wirklich nicht sehr schlau. Also niemand hat je gerufen, Scheiße, er blutet aus. Ist hier jemand Philosoph? Niemand braucht Philosophen. Der Pessimist nervt genauso rum wie ein penetranter Veganer. Der ist ganz unten auf der Liste der Leute, die niemand leiden kann. Pessimisten, penetrante Veganer, Hitler. Und dann hier ganz unten Menschen, die Sachen sagen wie, das heißt nicht Atlassen, das heißt Atlanten. Ja, die Welt ist nicht immer der beste Ort. Die Welt ist nicht immer der beste Ort. Es gibt missbrauchende Priester und Selbstmordbomber und Mario Barth. Aber es gibt auch den englischen Garten im Sommer. Viel länger sogar. Mario Barth ist nur ein paar Mal im Jahr. Sonne öfter. Ich mag Sonne. Immer wenn ich rausgehe und die Sonne scheint, freue ich mich kurz. Auch wenn es in Wuppertal regnet. Also Leute, mehr Optimismus. Ich will eine Partei, die anstatt montags auf die Straßen und allen auf den Sack zu gehen, ihre Meetings in einer Mega-Hüpfburg abhält. Ich will, dass eine Waffenfirma einen Waffenkatalog mit komplett leeren Seiten abschickt, wo auf jeder Seite steht, diese Angaben sind ohne Gewehr, und eine Klebefirma, die auf jede Klebetube schreibt, für dieses Produkt wird keine Haftung übernommen, einfach nur, weil sie es können. Ich will eine Keksversicherung, die dir versichert, egal wie viele Kekse du hast, wir geben dir immer genug Milch zum Reintunken. Ich will einen ganzen Fernsehsender, der die ganze Zeit nur Senioren zeigt, die ihre U-Bahn kriegen wollen, weil das so verdammt witzig aussieht. Und ich will einen Politiker, der einfach nur einmal sagt, Leute, wir sind 2014 Weltmeister geworden. Und wir sind immer noch Weltmeister. Das ist geil. Und solange das keiner macht, mache ich das. Und deshalb schwebe ich jetzt in dem Wissen, dass irgendwo ein 5-Jähriger einen Schmetterling foltert und ich jetzt eigentlich Schmetterlinge betrauen müsste, wie ein wunderschöner Ritterfalter, anmutig von dieser Bühne. Vielen Dank.
Yannick Sellmann, Poet Nummer 6 für den Bless the Mic Poetry Slam in München. So, liebe Jury, denkt zurück. Es war kurz nach 6, viertel nach 6 möchte es gewesen sein. Da ist Marte Tabula aufgetreten und hat von euch eine Wertung von 40,1 Punkten bekommen. Danach kam Helmut Steierwald, Friederike Jakob, Thomas Spitzer, Dominik Erhard. Und nun ordnet ihr genau in diese Reihe Yannick Sellmann ein. Er bekommt von euch eine Wertung, die sich anschließt an die Wertungen, die ihr vorher schon vergeben habt. Vergleicht alle Starter, die ihr gesehen habt, mit Yannick Sellmann und zeigt uns dann bitte folgende Wertungen auf 3, auf 2, auf 1 und hoch! Wir beginnen mit einer 8,6. Sehr zaghafter Applaus. Eine 8,8. Eine 8,9. Eine 9,0. Noch eine 9,0. Eine 9,2. Und zum Schluss die 9,3. Ich sehe wieder, wie geschrieben und gerechnet wird. Haben wir ein Ergebnis? 44,9 Punkte, meine Damen und Herren. Das ist exakt die Punktzahl, auch die Thomas Spitzer hat übrigens. Also, es bleibt spannend. Yannick Sellmann haben wir gesehen. Wir kommen zum Poeten Nummer 7. Er startet für den Poetry Slam im Jutz. Lauf an der Pegnitz, macht bitte Lärm für Ingo Winter! Ja, hallo. Ich muss euch zu Beginn etwas gestehen. Ich habe unheimliche Probleme damit, vor vielen Menschen zu sprechen. Und da hat man mir empfohlen, ich soll mir einfach die Leute nackt vorstellen. Gut, das ist ein bisschen scheiße als Grundschullehrer. Ich stehe in der Turnhalle meiner Schule auf mehreren übereinander gestapelten Kästen und blicke nach unten. Dort steht meine 7. Klasse und ruft mir zu, lassen Sie sich fallen, Herr Winter, los, lassen Sie sich fallen. Wer hatte noch gleich die dämliche Idee, im Sportunterricht ein Vertrauensspiel zu machen, bei dem man sich auf Kästen stellt, sich dann nach hinten umfallen lässt und vom Rest der Klasse aufgefangen wird? Richtig, ich selbst. Da stehe ich nun 2 Meter über dem Boden und ausgerechnet jetzt habe ich 2 absurd gegensätzliche Gedanken. Ein Zitat von Lou Andreas Salomé, das da lautet, es mag mir geschehen, was will. Ich verliere nie die Gewissheit, dass hinter mir Arme geöffnet sind, um mich aufzunehmen. Mein 2. Gedanke ist ein böser Witz. Mein Hund hat neulich einem kleinen Jungen ins Gesicht gebissen. Wir mussten ihn einschläfern lassen, weil er sonst bei seinen Eltern gepetzt hätte. Eigentlich bin ich ein sehr zynischer Mensch. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich Lehrer werden wollte, weil ich da nur mit Kindern zu tun habe, die noch keine Arschlöcher sind, so wie manche Erwachsene. Aber vielleicht bin ich nur deswegen so zynisch, weil ich dann den Zynismus unseres Bildungssystems besser ertragen kann. Da stehe ich nun, 2 Charaktere in einer Seele, die um meinen Körper kämpfen. Ich sehe nach unten und da steht Philipp, der sich nicht traut, Treppen runterzugehen, sondern stattdessen auf dem Hosenboden runterrutscht. Und ich denke, oh, ein bisschen Schmierseife auf die Stufe, mein kleiner Schubs und hui. Aber ich sage zu ihm, komm, nimm meine Hand. Wir probieren das jetzt gemeinsam, Schritt für Schritt.
Ich sehe nach unten und da steht der geistig 5-jährige Markus und ich denke, du bist ein lieber Kerl, aber du gehörst nicht an die Hauptschule, sondern an die Förderschule, aber deine Eltern sehen das nicht ein. Und ich sage zu ihm, toll Markus, dass du schon bis 100 zählen kannst in der 7. Klasse. Ich sehe nach unten und da steht der geistig 18-jährige Ali und ich denke, du bist ein lieber Kerl, aber du gehörst nicht auf die Hauptschule, sondern aufs Gymnasium. Aber deine Eltern, die selbst nur die Hauptschule kannten, sehen dein Potenzial nicht. Und ich sage zu ihm, toll Ali, dass du dir selbst beigebracht hast, mit Zinsen und dem Pythagoras zu rechnen. In der 7. Klasse. Ich sehe nach unten und da steht Kevin. Und ich denke, früher hat man gesagt, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Heute sagt man, wer nämlich mit H schreibt, hält zumindest schon mal den Stift richtig rum. Gut gemacht, Kevin. Und ich sage zu ihm, komm, stell dich mit zu den anderen, du kannst ja nichts für deinen Namen. Ich sehe nach unten und da steht Max. Aber der dürfte da eigentlich gar nicht stehen, denn der hat bereits vor 2 Jahren als Bester seines Jahrgangs die Schule verlassen. Doch er steht für mich wieder da unten, seitdem er kürzlich bewusst in der falschen Richtung auf die Autobahn aufgefahren ist. Und ich denke, du hattest ein vielversprechendes Leben vor dir. Wieso machst du so eine Dummheit? Ich sage zu dir, weißt du noch deine Antworten in der einen Probe, die exakt meinen Musterlösungen entsprachen? Mann, war ich damals stolz auf dich. Dein Tod lehrt mich, dass wir uns nicht nur um die Auffälligen in einer Klasse kümmern müssen, sondern auch ein besonderes Auge auf die Unauffälligen richten müssen. Dass wir Lehrer manchmal weniger reden, sondern mehr zuhören sollten. Auch die Bücher, die ich dir damals ausgeliehen habe, um deinen Wissenshunger zu stillen, die darfst du behalten. Ich wünschte, ich hätte in dir mir den Lebenshunger wecken können. Ich sehe nach unten und da steht meine ganze Klasse Spalier, bildet mit ihren Armen ein Netz und ruft, lassen Sie sich fallen, Herr Winter, los, lassen Sie sich fallen. Und ich besinne mich darauf, warum ich wirklich Lehrer werden wollte und so lasse ich Zynismus und Zweifel fallen. Bewahre meine Hoffnung, trete an die Kante des Kastens, drehe mich um, verschränke die Arme vor der Brust, schließe die Augen und lasse mich. Ingo Winter für den Slam im Jugendzentrum Lauf an der Pegnitz. Die Jury müsste jetzt mittlerweile schon ein bisschen Routine gewonnen haben, was diesen Prozess betrifft. Ihr habt euch während des Textes schon überlegt, welche Wertung ihr dem Ingo geben möchtet und wählt jetzt endgültig aus. Das müsste innerhalb von wenigen Sekunden geschehen sein. Deshalb zähle ich runter. 3, 2, 1 und Noten hoch, bitte. Da ist die Jury wieder weitestgehend einer Meinung. Binnen 0,6 Punkte liegen die Wertungen auseinander. Wir beginnen mit einer 8,2. Eine 8,5. Eine 8,6. Einmal die 8,7. Nochmal die 8,7. Nochmal die 8,7. Und zum Schluss eine 8,8. 8,2 und 8,8 werden gestrichen, übrig bleiben viele 8,7 und 43,2 Punkte. Applaus bitte für Ingo Winter. Wir kommen wieder zu einem Starter für einen der zahlreichen Poetry Slams in München. Für die Kiezmeisterschaft tritt er an. Einen großen Applaus bitte für Bert Uschner. Ja, hallo. Schönen guten Abend, liebe enttäuschte Naturfreunde.
Ich habe zumindest einen kleinen Gruß aus der Fauna dabei. Ich habe neulich in einem Vogelerkundungsbuch einen Vogel gefunden und der hat einen so wunderschönen Namen und ich habe den vorher nicht gekannt und das fand ich so schade und jetzt hatte ich Angst, dass ihr den auch nicht kennt. Also habe ich einen Text für ihn geschrieben, nämlich die Ode an den Zilpzalp. Das ist jetzt so der kritische Moment in dem Text, denn ich habe ja gerade gesagt, dass ihr den nicht kennt. Und wenn ihr sagt, oh, Zilpzalp habe ich 10 von im Garten oder Zilpzalp, die Freundin meiner Cousine wohnt mit einem zusammen. Ja, blöd. Kennt ihr auch nicht so richtig, oder? Gut, ändern wir jetzt. Oh, Zilpzalp, dich will ich preisen, denn du bist eigentlich wie wir. Du bist ein kleiner Singvogel und auffällig bist du vor allem durch deine Unauffälligkeit. Du bist keine bedrohte Art, weil selbst die Greifvögel an dir vorüberziehen. Und wenn man dich beschreiben muss, so sagt man schnell, du siehst ganz genauso wie der Fittes aus. Und doch hast du dich über diese dir gegebene Normalität erhoben, denn du hast zu singen angefangen. Und zwar so zu singen, wie kein anderer Vogel je gesungen hat. Schon gar nicht der Fittes, dessen Gesang man beschreibt als dem des Buchfinken. Nicht unähnlich, ja, nicht einmal zu einer eigenen Stimme hat's für ihn gereicht, doch während er nur Pink, Pink oder keine Ahnung, Fittes, Fittes schreit, rufst du aus voller Brust im völligen Begreifen deiner Einzigartigkeit, Zilpzalp. Zilpzalp, kein anderer Vogel würde einen solchen Ruf je wagen. Niemand sonst wagt solch eine Konsonantenhäufung. LPZ, wie viele Schnäbel sind den anderen Vögeln schon zerbrochen beim Versuch nur nachzuahmen diesen Ruf. Doch bald schon riefen alle Vögel nur noch, kann ich, kann ich. Kann ich. Und so höre ich auch jetzt aus allen Wipfeln nur ein unisones, kann ich, kann ich. Und darüber ganz alleine und nicht überhörbar, Zilpzalp. Ja, du bist so einzigartig, dass sich selbst die größten Dichter nicht deine Beschreibung trauten. Denn selbst Shakespeare, durchaus wortgewaltig, wählte, als er Vögel für sein Drama brauchte, nur die Allbekannten. Und so sagte Julia, willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern, es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Wie transzendent hätte das Ganze klingen können, hätte Shakespeare nur mehr Mut besessen. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern, es war der Zilpzalp, nicht der Fittes, der eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Und Romeo hätte darauf gesagt, na gut, die zwei sind aber auch scheiße schwer auseinanderzuhalten, ja? Der Zilpzalp hat zwar bei der 5. Handschwinge von innen eine Verengung an der Außenfahne, aber das siehst du ja vom Weib nicht. Und dann hätten sie sich über Ornithologie unterhalten, sozusagen ein Gespräch mit Vögeln nach dem Vögeln. Und dann wären ihre Eltern noch dazugekommen und hätten gemerkt, dass sie sich auch für Singvögel interessieren. Und anstatt sich alle umzubringen, hätten die Montagus und die Capulets den Ornithologenverein von Verona gegründet. Und der Wappenvogel wäre kein anderer gewesen als nur du. Oh, Zilpzalp, du individueller Vogel, der auch andere zu individuellem Handeln drängt. So hast du diesen Text auch seine Form gar aufgezwungen, denn an dich die Ode ist in unterschiedlich langen Versen ohne Reim. Dafür fast vollständig trocheisch, wollte ich nur mal kurz bemerken, falls es noch nicht aufgefallen ist. Denn nichts, nein, nichts reimt sich auf dich, o Zilpzalp, ja. Deshalb kommst du auch als einziger Vogel nicht in die Vogelhochzeit vor, denn die Meisen, die tragen rein die Speisen und die Finken, die bringen was zu trinken. Oh, gern, aber der Zilpzalp, der... Gut, unreine Reime fände ich ohne Ende, denn es gilt halt, das Wetter wird mild halt und wenn ich den Schirm wie einen Pilz halt und den Stiel umklammere, ach, und wenn ich den Schirm wie einen Schild halt und den Stiel umklammere wie einen Pilz halt, landet darauf vielleicht ein Zilpzalp, aber das, oh großer Vogel, würde deiner niemals doch genügen. Das hier ist ja nicht Track 9 auf einem schnell dahingeklatschten Deutschrap-Album, das hier ist die Ode an den Zilpzalp, ja, und die verdient reine Reime, aber... Die sind schwer zu finden, denn sage ich einem schlechten Traum, er solle zwitschern, sage ich Chilpalp. Sage ich einer jungen Kuh, sie soll ihre Färbung verlieren, sage ich Vergilbkalb. Und spreche ich die Wörter nicht vollständig aus, spreche ich jede Silbhalb. Ja, du siehst, wie um die Ecke unverklausuliert ich denken muss, um einen Reim auf dich auch nur zu finden, denn du, o Zilpzalp, bist so Meter und so gibst du, der sich aus jeder Masse schnell hervorhebt, nun auch mir die Möglichkeit, mich abzuheben, denn ich trage einen Text vor über den Zilpzalp. Und wenn ihr später dann erzählt, was heute beim Slam so los gewesen ist, sagt ihr, ja, es gab Texte über Liebe, über den Zustand der Gesellschaft und über den Zilpzalp. Und ihr wisst, in einer besseren Welt, da würde man darauf erwidern, nein, krass, über Liebe. Und deshalb trage ich auch, deinen Namen in die Welt hinaus, auf dass wir alle ihn gemeinsam sagen und uns erfreuen an seinem besonderen Klang. Denn Lob und Ehre gebührt alleine dir, oh. Zilpzalp. Jetzt kennt ihr noch. Vielen Dank.
Bert Uschner für die Kiezmeisterschaft aus München. Start Nummer 8. Und bitte denkt wieder an die Wertung, die ihr den ganzen Abend gegeben habt. Wo seht ihr in dieser Wertung dann Bert Uschner? Ich glaube, die Jury ist fertig. Noten hoch auf 3, auf 2, auf 1 und bitteschön. So, das ist immer etwas gespaltener. Wir beginnen mit einer 8,0. Eine 8,1. Eine 8,3. Eine 8,5. Eine 8,7. Einmal die 9,0. Und ein zweites Mal eine 9,0. Und das ergibt 42,6 Punkte. Applaus bitte für Bert Uschner. In der zweiten Wertungsgruppe immer noch in Führung mit 44,9 Punkten Yannick Sellmann. Wir haben noch genau 3 Starter vor uns. Der nächste startet für den Poetry Slam in Eichstätt. Begrüßt ihn bitte aufs Herzlichste. Hier ist Miguel Fugas. Hi. Nervt euch das eigentlich auch so, wenn Psychologen manchmal meinen, der Ursprung aller Probleme sei immer in der Kindheit zu finden? Orale Phase, anale Phase. Wenn man laut Freud Babys in der Kindheit mit ihrem eigenen Code die Wände bemalen lässt, werden sie später geizig. Da will man doch gar nicht wissen, wie das ein oder andere Tapetenmuster im Großraum Stuttgart so zustande gekommen ist. Bevor wir hier jetzt aber alle anfangen, berechtigterweise auf Psychologen rumzuhacken, muss ich gestehen, ich befinde mich gerade am Ende meines Psychologiestudiums und ich habe mich gefragt, warum manche Menschen in unserer Gesellschaft mehr Mitgefühl bekommen als andere. Mein Text heißt Mitgefühl oder ohne Baby? Wir stellen uns folgende Situation vor. Baby Hans und Baby Horst spielen gemeinsam in einer deutschen Kita. Baby Hans überkommt spontan ein genialer Einfall. Er versucht, 2 Bauklötze aufeinander zu türmen. Aber etwas geht schief, er bekommt seine Finger zwischen die Bauklötze und beginnt zu weinen. Baby Hans wird 30 Jahre später der neue Star-Architekt vom Berliner Flughafen. Wer uns jedoch wirklich interessiert, ist Baby Horst. Denn der war an dieser Situation so unbeteiligt, wie Heidi Klum an der Verbesserung unserer PISA-Ergebnisse. Allerdings fängt Baby Horst auch an zu weinen. Warum? Die Wissenschaft erklärt das mit Spiegelneuronen. Diese führen dazu, dass wir beobachtete Gefühle als unsere eigenen empfinden. Das kann man einfach mal ausprobieren, indem man einem Mann in seine Hoden tritt und sich dann anschaut, wie die anderen Männer darauf reagieren. Baby Horst weint also, weil er den Schmerz von Baby Hans bei sich spüren kann. Was wäre aus Bayern geworden, wenn es hier mehr mitfühlende Menschen gäbe, die Horst heißen? Diese Dünnhäutigkeit vor den Gefühlen anderer Menschen ist unverzichtbar, um soziales Verhalten zu zeigen. Aber es ist vor allem eins, verdammt anstrengend. Wir verbrauchen dabei wahnsinnig viel Energie im Gehirn, die wir eigentlich für die wirklich wichtigen Dinge im Leben brauchen. Wie auszuprobieren, ob wir mit der Zunge an unseren Ellbogen kommen oder mit einer Hand zu klatschen, um das Bier nicht aus der Hand zu geben. Um diese Energieverschwendung zu umgehen, wendet unser Gehirn einen kleinen Trick an, der selbst die Jungs von Volkswagen vor Neid erblassen lässt. Sobald wir älter werden und fremdes Leid beobachten, neigen wir dazu, die Opfer persönlich abzuwerten und ihnen eine eigene Schuld für deren Leid zuzuschreiben. So kommt unser Glaube an eine gerechte Welt nicht ins Wanken, weil die ja eh selber schuld und sowieso doof sind. Und wir sparen richtig viel Energie im Gehirn für... Baby Horst kann, wenn er etwas älter wird, ganz einfach sagen, naja, Hans, es war aber auch verdammt dumm von dir, deine Finger zwischen die Bauklötze zu stecken und außerdem konnte ich dich eh nie wirklich leiden, du blonde Kackbratze. Doch lässt sich dieser Trick auch auf die Ungerechtigkeit in der Welt anwenden? Bleiben wir mal in unserer Kita.
Wenn Baby Horst und Baby Hans mit ihrer Gang in der Bauklotz-Hut chillen, werden sie natürlich versuchen, ihre Homies zu schützen. Wenn jedoch am anderen Ende des Spielzimmers, bei diesem Bällchenbad-Gesocks, das große Rumgeheule beginnt, nur weil von den Babys in der Spielküche ein paar Gabeln rübergeflogen sind, dann lässt das unseren Horst völlig kalt. Denn das hat ja offensichtlich mit der Kultur und Charakterschwäche der Babys im Bällchenbad zu tun. Irgendwas werden diese doch schon verzapft haben, um in so eine Situation zu kommen. Wenn allerdings nun dieser Mob aus Bällchenbad-Proleten versucht, aus der Gefahrenzone wegzukrabbeln, dann wird Horst seinen Star-Architekten Hans ganz schnell davon überzeugen, dass zwischen Bällchenbad und Bauklotzhut endlich ein Grenzzaun gehört. Aber hey, wir reden doch hier nur über irgendwelchen Kinderkram. Wir würden doch nicht, nur um in unserem Gehirn Energie zu sparen, leidenden Menschen eine eigene Schuld für deren Leid zuschreiben. Sowas würden wir doch nicht machen. Bei Langzeitarbeitslosen, Opfer sexuellen Missbrauchs oder Asylsuchenden. Ob Mitgefühl oder ohne, Baby. So einen Horst, wie Baby Horst von der Bauklotz Gang, den gibt's doch bei uns gar nicht. Oder? Dankeschön, Miguel Fugas. Yannick Sellmann führt diese zweite Wertungsgruppe immer noch an mit 44,9 Punkten. Eure Wertung für Miguel Fugas, den drittletzten Starter für heute Abend, möchte ich jetzt gleich sehen. Es wird noch ein wenig geblättert. Überlegt euch das gut. Es geht immerhin um nichts weiter als den Einzug ins Finale der Bayerischen Poetry Slam Meisterschaften. Ich zähle runter. 3, 2, 1, Noten hoch bitte jetzt. Und da beginnen wir mit einer 8,7. Ein Stückchen geht es runter auf die 8,5. Ich habe eine 8,8. Und dann gehen wir in den 9er-Bereich, eine 9,2. Nochmal eine 9,2. Eine 9,5. Und eine 9,6. Und es wird eifrig gerechnet. Wie viele Punkte haben wir? 45,4 Punkte für Miguel Fugas, der sich damit in der zweiten Gruppe an die Spitze setzt. Auf dem Schleuder sitzt jetzt Yannick Sellmann ebenfalls mit 44,9 Punkten, wie der Zweitplatzierte der ersten Runde, Thomas Spitzer. Zwei haben wir noch. Könnt ihr noch? Das hört sich aber schlecht an, ehrlich gesagt. Ja, klatscht noch mal richtig für euch selbst. Applaus bitte für Motivation im Publikum. Ich hoffe, das hat jetzt neue Energien freigemacht für die vorletzte Starterin für den Sprechakt-Slam in Landshut. Macht Lärm bitte für Lolo. Ich liebe Essen, darum haben momentan alle meine Texte Titel, die irgendwie nach Essen benannt sind. Mein jetziger Text heißt Himbeerjoghurt. Über 5 Millionen Juden wurden durch den Holocaust getötet. In Deutschland. Du sagst, das ist schlimm. Heimatlose, schutzlose, hilflose Männer und Frauen an den Grenzen Deutschlands zu erschießen, das ist legitim. Danke, Frauke Petri, jetzt weiß ich Bescheid. Die Alternative für Deutschland zieht in den Landtag in Sachsen-Anhalt ein. Die AfD erhält 24,2% der Stimmen. AfD
Auf die Fresse, Deutschland. Jetzt weißt du, wie man einsteckt auf Sozialstaat geschissen. Es ist Deutsch in Kaltland, schreiben die Linken an die Wände. Wir können nicht hinnehmen, dass das Mittelmeer zu einem großen Friedhof wird, sagt Franziskus und faltet die Hände. Wo ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch? Zwischen Franziskus und Petri, zwischen Merkel und mir, zwischen Linken und Rechten, zwischen Syrern und dir? Wir haben Augen, Nase, Mund. Wir haben ein Herz und tun laut kund, was wir fühlen, was wir denken, was wir lieben, was wir tun, was wir essen, was wir anziehen, wann wir wach sind oder ruhen. Der Unterschied zwischen Mensch und Mensch? Keiner. Zwischen Franziskus und Petri die Religion, zwischen Merkel und mir die Frisur, zwischen Linken und Rechten die Faszination, zwischen Syrern und dir der Geburtsort und das Wort für Liebe, für Heimat. Und doch sind die Gefühle gleich. Wir wollen leben, wollen lachen, egal ob arm oder reich. Wir wollen Mensch sein und als Mensch behandelt werden. Wir wollen frei sein und uns über den Begriff Freiheit klar werden. Und ihr sagt, der Flüchtling ist schuld. Egal worum es geht, der Flüchtling ist schuld, weil ihr immer nur die Schuld der anderen seht und plötzlich alle wählen geht und unser Land ganz langsam Richtung Abgrund schwebt. Ihr wählt die AfD, weil ihr euch verlassen fühlt, weil ihr euch verraten fühlt, weil ihr euch fremd fühlt im eigenen Land, weil ihr euch nicht damit befasst. Genau daher kommt der Hass. Über 5 Millionen Menschen wurden durch den Holocaust getötet. In Deutschland. Du sagst, das ist schlimm. Aber du sagst auch, in Deutschland ist kein Platz für ein paar tausend Flüchtlinge. Du sagst, die Zuwanderer müssen zu uns passen. Warum passen wir nicht zu den Zuwanderern? Du sagst, Multikulti, mehr Risiken als Chancen. Aber was ist an Vielfalt so falsch? Du sagst, qualifizierte Einwanderung nach unseren Regeln. Aber wer verdammt hat diese Regeln geschrieben? Du nennst dich Alternative für Deutschland. Aber was ist die Alternative? Du gibst den Fremden die Schuld, aber du sagst, du bist nicht rechtsradikal. Du willst auf hilflose Menschen schießen und behauptest auch noch, du wärst sozial. Du sagst, du bist die Alternative für Deutschland, aber wir brauchen keine Alternative. Wir brauchen Sozialstaat und Demokratie. Sowas wie dich brauchen wir nie, nie wieder. In meinem Kühlschrank steht noch genau ein Himbeerjoghurt. Und ich sag doch auch nicht, der Flüchtling ist dran schuld, dass mein Kühlschrank leer ist. Du sagst, du bist die AfD. Und ich sag, ach, fick dich. Dankeschön. Vorletzte Teilnehmerin des ersten Halbfinals, das war Lolo. Wir haben einen neuen Spitzenwert, 45,4 Punkte, eben aufgestellt von Miguel Fugas. Liebe Jury, behaltet eure Wertungen im Auge. Schaut genau, was ihr im Verlauf des heutigen Abends gegeben habt. Gerade gegen Ende muss man da ganz genau aufpassen. Zum vorletzten Mal bitte ich um eure Wertungen. 3, 2, 1 und hoch. So, und ganz unten ist bei Lolo eine 8,5. Eine 8,5, möchte niemand seine Hände zum Klatschen verwenden. Wird auch gestrichen, wir haben eine 8,7. Eine 8,8, eine 8,9. Eine 8,9, eine 9,0 und eine 9,1. Und das Ergebnis bitte, liebe Bautmanager. 43,9 Punkte, Applaus bitte für Lolo. Und gleich haben wir es geschafft, dass der letzte Starter
im ersten Halbfinale. Er startet für den Poetry Slam in Würzburg. Mach kräftig Alarm bitte für Martin Geier! Martin Geier! Hallo. Ein Text aus einer Zeit, in der man hier in Bayern in Clubs und Disco noch getrost rauchen durfte. Wir finden uns in einem Kellerclub, in so einem Kellergewölbe, rauchverhangen, ich am Ende auf einem Sitzsack liegend. Dieses Gefühl, Wut und Zorn beschreiben nur unzureichend, was gerade in mir vorgeht. Was macht Tanja, meine Ex-Freundin da an der Bar, mit diesem Typen? Dieses sich durch die Haare fahren, er den die Hände auf ihren Oberschenkel, Tanja! Es ist nicht Eifersucht. Ich habe ja weiß Gott lang genug hinterhergeheult. Es geht nicht um Tanja, es geht um den Typen! Was macht Dirk, dieser eigentlich sehr, 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 sehr gute Freund? Da neben meiner Ex-Freundin Tanja. Er war der Fels in der Brandung für mich, als sich damals Tanja von mir trennte. Und jetzt tut sein Gewicht nur noch das Rest meines Selbstbewusstseins zerquetschen! Geben die Faust. Oder nehmen und einfach weitersaufen. Ich muss mich noch nicht entscheiden. Der Weg ist erstmal der gleiche. Hochkommen und zur Bar laufen. Und dann links zum Barkeeper und nehmen. Jack Daniels ist gerade im Angebot. Oder nach rechts zu Dirk und geben die verlängerte Faust in seine Fresse. Aber erstmal hochkommen, aufstehen, schwanken dabei und wenig elegant aussehen. Und husten, weil hier oben die Rauchkonzentration noch viel stärker ist. Und der erste Schritt ist getan. Und dann werde ich es geben. Ich werde hingehen, werde ihn auf die Schulter tippen. Dann wird er sich umdrehen und dann werde ich umfallen. Aus Versehen habe ich ihn dann zerquetscht. Oder ich gehe zum Barkeeper und die haben ja auch noch Hochmoorgeist und Bier. Und dann schlucken und hinausgehen und kaputt sein von dem ganzen Hinuntergeschluckte. Ich komme hier nur schlecht voran. Lauter glücklich tanzendes Tanzvolk, die sich aneinander reiben. Und vor lauter Rauch kann ich die beiden kaum noch sehen an der Bar. Tanja, waren wir nicht glücklich? Damals, als wir früh morgens in so einem doppelstöckigen Zug saßen und uns glücklich angestrahlt haben, dabei Händchen gehalten haben und nichts gesagt haben, weil wir noch so müde waren, uns nur angeleuchtet haben, wo wir emotional glücklicher waren, als es körperlich sein könnte. Tanja! Verdammt, bin ich halt doch eifersüchtig! Ich liege am Boden. Muss da auch so ein kleiner Mann vor mir rumtanzen? Ich kann doch nicht dauernd nach unten gucken. Kann er nicht zu seiner eigenen Sicherheit sich am Rand links oder rechts aufhalten? Liegen wir halt in einer dreckigen Schmiere am Boden. Meine schwarze Kleidung kaschiert dies ganz gut, sein weißer Anzug nicht. Es ist Dirk. Wie kommt denn Dirk jetzt so schnell von der Bar auf die Tanzfläche? Egal, meine Hände schließen sich um seinen Hals und beginnen zu würgen. Das Tanzvolk fühlt sich dadurch etwas gestört und macht den Kreis um uns größer und tanzt weiter. Der Rauch verzieht sich ein bisschen, da sehe ich Tanja, wie sie noch immer verspielt mit ihren Haaren rumfummelt und glücklich strahlt. Ich würge Dirk noch ein Stück stärker. Und noch immer ein Typ neben mir hockt, der gar nicht Dirk ist, der nur so aussieht mit diesen roten kurzen Haaren und auch so klein ist. Sag sorry, Dirk, und lass ihn irritiert auf der Tanzfläche zurück. Laufe weiter Richtung Bar. Das hat die doch mit Absicht gemacht, dass sie jetzt so einen hat, der so aussieht mit Dirk, dass ich denke, dass es Dirk ist, obwohl das gar nicht Dirk ist. Stoße gegen die hölzerne Bar.
Es rumpelt, ich schaue in mein eigenes Spiegelbild hinter den ganzen Flaschen und sehe mein wutverzerrtes Gesicht. Meine zornig leuchtenden Augen drehe mich zu Tanja um. Tanja schaut mich verängstigt an. Die Zeit steht still. Dieser Moment, wo man in tausend verschiedenen Situationen denkt, Mann, hab ich Scheiße gebaut! Die inneren Vorwürfe werden immer mehr und größer und schließlich fällt es über mich herein und ich schaffe es irgendwas wie Hi Tanja zu sagen und gleich darauf irgendwas mit Ciao Tanja und drehe mich um und laufe Richtung Ausgang. Wenn mich die frühmorgendliche kalte Luft hinauszieht in dieses Industriegebiet, in dem langsam die rote Sonne aufsteigt und in mir ein bisschen Vernunft noch den Rest meines Selbst mit Salz zerdrückt, kommt in mir der kleine Funke Hoffnung auf, dass das Thema Tanja jetzt vielleicht endgültig erledigt sein könnte. Vielen Dank. Martin Geier für den Poetry Slam Würzburg. Unser letzter Start am heutigen Abend. Es ist unglaublich spannend. Liebe Leute, konzentriert euch nochmal. Schaut euch nochmal an, was habt ihr so heute Abend an Noten gegeben? Wie war das bei Mate Tabula? Wie war das so bei Helmut Steierwald, bei Friederike Jakob, bei Thomas Spitzer, bei Dominik Erhardt, bei Yannick Sellmann, bei Ingo Winter, Bert Uschner, Miguel Fugas, Lolo und wie schneidet im Vergleich dazu jetzt bei euch Martin Geier ab? Hat er euch besser gefallen? Hat er euch weniger gut gefallen? Hat er euch genauso gut gefallen? Das Ganze wird sich jetzt äußern in der letzten Wertung des heutigen Abends. Ich bitte die Jury um die Wertung auf 3, 2, 1. Noten hoch bitte! Wir beginnen mit der niedrigsten Wertung. Das ist eine 7,8. Was ist die höchste Wertung? Eine 9,1. Kann man für klatschen. Wichtig ist, was dazwischen ist. Wir haben eine 8,4. Eine 8,3. Eine 8,8. Eine 8,0. Und eine 8,7. Und das sind wie viele Punkte? 42,2 Punkte. Applaus bitte für den Poeten, für Martin Geier. Ich möchte jetzt unter eurem frenetischen Applaus alle Poetinnen und Poeten dieser Runde auf die Bühne bitten. Macht bitte Lärm für Mate Tabula, Helmut Steierwald, Friederike Jakob, Thomas Spitzer, Dominik Erhardt, Yannick Sellmann, Ingo Winter, Bert Uschner, Miguel Fugas, Lolo und Martin Geier. Sieger der ersten Runde und damit im Finale Dominik Erhardt! Mit einrechnen. Okay. Okay. Sieger der zweiten Runde und damit im Finale Miguel Fugas! Und wir haben jetzt den Fall, von dem keiner träumt. Die beiden Zweitplatzierten beider Runden sind mit 44,9 Punkten punktgleich. Und das könnt ihr im Reglement nachlesen. Bei Punktgleichheit werden beide Streichwertungen mit einberechnet. Wir hatten Streichwertungen bei Thomas Spitzer 8,4 und 9,4. Wir hatten Streichwertungen bei Yannick Sellmann 8,6 und 9,3. Das heißt, ein Zehntelpunkt Vorsprung für Yannick Sellmann. Unser dritter Finalist.
bedanke mich bei unserer Jury. Vielen Dank. Bitte legt die Punktetafeln wieder hier nach vorne an den Bühnenrand. Bitte nichts mit nach Hause nehmen oder so. Wir brauchen die gleich wieder. Einen kleinen Moment Pause gönnen wir uns für die Vorbereitung auf Halbfinale Nummer 2 durch das euch meine hervorragende Kollegin Viktoria Lehner führen wird. Vielen Dank für euer Dasein. Bitte beklatscht nochmal unsere Slammer des heutigen Abends. Schönen Abend noch. Ciao.